So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir zur Abteil der Klingen gereist und haben dort festgestellt... Oh, Catwell, hallo. Ihr seid eine echte Freundin der Dichtkunst, nicht wahr? Ja. Wie gefällt euch das dann? Ich lief dereinst von hier nach dort, mein Kopf fiel ab und rollte fort. Ich bin ihm hinterhergewetzt und habe ihn wieder aufgesetzt. Mir gefällt das richtig gut. Ja, mir auch, Catwell. Damit habt ihr erst mein Herz erobert. Ja, und haben festgestellt, dass Manimako da schon uns einen Schritt voraus gewesen ist, denn er hat die Abtei der Klingen mit seinen dädrischen Untertanen verwüstet und wir konnten aber zum Glück in Ringbergen, mussten da allerdings gegen einige ehemalige Schwertmeister kämpfen, haben es natürlich überlebt, sonst wären wir ja nicht hier. Und unsere nächste Aufgabe wird es sein, nach seinen Kreaturen zu reisen. Aber wie ich in der letzten Folge bereits angekündigt habe, werde ich mich zunächst nach Rift begeben, beziehungsweise erstmal nach Davons Wacht, um den gesetzlosen Unterschlupf nochmal zu besuchen. Danach werden wir uns nach Rift begeben und diese ganze Speergeschichte erledigen, denn ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt stark genug sein sollte, um diese Aufgabe ohne große Probleme bewältigen zu können. Greift mich in der Zuflucht. Ja, wir sind und dann bereit, werden wir auf jeden der Fall nochmal zum Waren begeben und dann müssen wir mal schauen, ob wir in der nächsten Folge nach St. Kretor reisen werden oder ob das dann heute noch passiert, also in der heutigen Folge. Aber das werden wir jetzt in den nächsten 20 Minuten erfahren. Und genau, da habe ich schon den gesetzlosen Unterschlupf. Da könnte ich auch rein theoretisch nochmal meine ganze Schmiede, Schneider, Schreiner Sache nochmal machen. Ich bin nämlich auf Rang 11 bei der Schreinerei. Das hatte ich heute, wo ich sie so aufgemacht habe, präsentiert bekommen, wo ich mich ganz so gefreut habe, habe da erstmal, ja, Konfetti hochgeschmissen. Nein, ich verstehe. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Ich bin aber gleich wieder weg. So. Das können wir schieben, das können wir schieben, das können wir auch schieben. Das geht weg. So, jetzt gehen wir mal zum anderen Weg hinaus, weil da sind wir nämlich gleich rein, theoretisch in der Stadt. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo wir das erste Mal in Davons Wacht aufgeschlagen sind und noch ganz jung und naiv durch die Weltgeschichte gereist sind. Jetzt haben wir Schattenfen, Deshan, Rift, Ostmarsch und Kalthafen. Na gut, Kalthafen hat mehr oder weniger gerettet. Naja, es ist schon kurios, wie schnell die Zeit rennt. Ich glaube, wir dürfen jetzt bei Folge 165, 66, 67 sein. Und vor, ich glaube, 150 Folgen sind das erste Mal auf Davons Wacht gekommen. Ja, auf jeden Fall war das ja relativ zeitnah. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ach ja, ich habe euch auch schon vermisst. Stimmt. Da draußen gab es dann noch in den Stall. Ach ja, das war noch Zeiten. Wo es noch Tarnbal und Garin in Duril gab, ja, die beiden Dune werde ich auch nie vergessen. Die haben uns ja auch eine lange Zeit begleitet. So, hier. So, haben wir die Möglichkeit? Wie lange dauert das? 2 Tage? Und es dauert auch 2 Tage. Gut, dann hat sich das auch erstmal erledigt. So, das sagt die Schmiedestelle. Schmiedestelle sagt, wir können eine Sache analysieren lassen. Nehmen wir mal einen Kürass. Oder... Ach, ich glaube, das macht jetzt gar keinen Unterschied mehr. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Tja, ich war halt sehr beschäftigt jetzt in den letzten paar Monaten, Tagen. Da hatte ich leider keine Zeit für euch. So, ein Tag. So, das Mikro kurz gucken können. Ich bin auch blöd. Machen wir das hier und dann gucken wir mal kurz noch. Ja, ich weiß, es ist gerade alles wieder ein bisschen
Unspektakulär. Schmiedehandwerk. Schneider. So. Haben wir jetzt irgendwas freigeschalten? Nee, ne? Wurde alles noch analysiert. Gut, dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt. Jetzt müssen wir kurz gucken. Okay, hier haben wir den Stall. Dann machen wir die wundervolle Geschichte noch einmal. Stimmt, der Weg schreiben wir ja dort hinten. So. Tragekapazität. Erweiterung. Habe ich jetzt 175, sehr schön. Wie habe ich jetzt belegt? 154, ja gut, das geht doch. Das ist nur vertretbar. Ihr da! Wie würde es euch gefallen, etwas Lohnenswertes zu unternehmen? Ich habe schon so viele Sachen. Hier, das müssen wir als erstes machen. Okay. Ich würde gerne lohnenswerte Sachen machen, aber ich muss noch mal kurz die Welt retten. Dann kann ich mich voll und ganz auf eure Sachen konzentrieren, wenn jetzt nicht noch irgendetwas dazwischen kommen sollte. Haben wir denn hier den Speer? Und ich würde einfach mal sagen, wir machen nochmal hier jeweils 5 Punkte, weil wir haben ja Kalthafen jetzt abgeschlossen. Dann mal kurz gucken. Erlitten Fallschaden um 7, das brauche ich eigentlich. Die Reparaturkosten brauche ich auch eigentlich nicht. Von Schleichen erhöht euer Lauftempo. Ja, das ist mal hier. Was ist denn das? Sind Freiheiten? Ach so, und ich muss wahrscheinlich dann diese kleinen Punkte hier oben irgendwie einfügen, damit ich dann irgendwelche Sachen hier dann habe. Alles klar. Das auch mal hier. Aber ich finde es schon irgendwie erstaunlich, wie TSO sich jetzt so, das heißt verbessert hat, aber welche Entscheidungen getroffen werden. Ausweichrollen. Was gucken? Lebensmagika. Machen wir das nochmal. Gut. Weil jetzt hat man ja zum Glück die Möglichkeit. Weil das Problem ist, man hatte ja zuvor diese 3 Sternbilder, die man ja auswählen konnte, welche Fähigkeit man irgendwie jetzt verbessern möchte. Und jetzt hat man zum Glück die Möglichkeit, einfach mit den Zuweisen von den... Ach Gott, wie kann ich das erklären? Ja, mit den Zuweisen von diesen Fertigkeitspunkten, Punkten bezieht sich das auf das Sternbild, wodurch man jetzt eine bessere Möglichkeit hat, wirklich alle Fähigkeiten zu entscheiden, weil manche Fähigkeiten waren nur bei einem Sternbild vorhanden. Wo man sich dann genau überlegen muss, okay, welches Sternbild nehme ich jetzt, weil je nachdem welches Sternbild man halt dann verwendet hat, hat man dann die entsprechende Fähigkeit bekommen und musste sich aber dann genau überlegen, weil man ja nur die Punkte begrenzt geben konnte. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das alles relativ mit einem Putsch zu machen. Das ist cool. Oh Gott. Sieht bei mir wieder extrem cool aus. Weil nämlich mein Speer wieder richtig stumm war. Jetzt kommt wieder an, wer macht das. Also die Frage, war das mal eine gute Idee? Ich würde mich jetzt konzentrieren, nicht, dass ich hier wieder irgendwie was mache. Schwere Sachen durchsuchen. Was? Nein? Oh, der ist doch bescheuert. Habt ihr das jetzt gesehen? Ihr wart gerade Zeuge, wie bescheuert der eigentlich ist. Also so dumm kann man doch nicht. Man wartet doch, bis die nächsten Feinde kommen, anstatt sich neue Feinde zu suchen. Das ist so sinnlos, weil jetzt habe ich hier diesen ganzen Anfang gelöst. Spaß. Meine Güte. Dann machen wir das einfach mal so hier. Oh, jetzt habe ich das da genommen. Das kann nicht gut sein. Das ist gut, weil ich jetzt schon bin, ich ja nicht mehr dagegen.
Sind wir fertig? Ja, hallo. Können wir jetzt von hier verschwinden? Ja. Meine Güte, das ist ja ein blöder Speer geworden. Aber ihr habt's gesehen, der hat sich selbst die Feinde gesucht. Und dann muss man gucken, wie man die jetzt mit dem Knochenkoloss irgendwie außer Gefecht setzt, ne? Jetzt ist mal wieder super Arbeit. Also, hat alles geklappt? Wir haben die Kultisten ausgelöscht und das Ritual aufgehalten. Ich wünschte, ich hätte helfen können. Aber ihr wisst schon, ich musste doch das Portal bewachen. Ja, vielleicht hättet ihr auch das Portal verschließen können, hättet uns unterstützt und sobald wir fertig gewesen sind, hättet ihr einfach ein neues Portal eröffnen können. Ne? Das wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit gewesen, uns zu unterstützen. Aber nein, ja, lass mich einfach alles alleine machen. So, jetzt müssen wir hier... Gut, jetzt müssen wir relativ weit reinreiten, aber das kriegen wir, denke ich mal, auch noch hin. So. Mal kurz interessieren. 4 von 25. Meine Güte. Es gab ja auch mal eine Zeit. Was ist das denn hier eigentlich? War das schon immer hier? Dann ist es schon Rift? Ja, Tatsache. Ei. War das schon immer? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Naja, egal. Gut, wir haben jetzt ein paar andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Weil es gab, wie gesagt, eine Zeit lang, wo ich einfach nur die Quest mal angenommen habe. Und dann hatte ich ja 25 für 25. Da habe ich erstmal gemerkt, dass man eine Begrenzung hat. Bei Skyrim war es ja nicht der Fall. Da hatte man ja dann gefühlt 120 Quests auf einmal am Laufen. Weil man so übermotiviert war. Und dann hat man sich das alles selbst erschossen. Yay. Super. Toll. Freut man sich ungemein. Deswegen arbeite ich immer gerne diese Quests immer ab, damit ich dann wieder Platz für neue Quests habe, für den Fall der Fälle. Also mal irgendwo hinkommen, dann hat man 5 neue Aufgaben. Seid ihr bereit? Aufgaben. Schauen wir nach, gegen was wir anziehen. Das ist die Stimme von Darien. Sein Geist ist immer bei uns wie der Geist von Ariu. Nur die Seele und die Erinnerung. Auch wenn wir wissen, Nariu ist gerade nicht körperlich bei uns anwesend, aber ihr Geist wird es immer sein. Okay, da kümmert sich schon wieder drum. Okay. Macht es Darien 2 Pokémon. Ich glaube fest an euch. So. Jetzt helfen wir mal hier dem Buddy. Hallo, ich helfe dir. Ich komme, um dich zu retten. Das stimmt, oder? Ja, sehr ich schön. Dachte, sie würden uns beide töten. Ach nein, Darien 2.0. Wenn wir zusammenarbeiten, kann uns keiner etwas antun. So. Naja, dann haben wir das ja auch schon erledigt. Sehr schön. Da können wir uns ja wirklich vollkommen auf die Hauptquest jetzt zerstürzen. Was ist schon die Truhe? Sieht aus, als hättet ihr hier gute Arbeit geleistet. Ja, warte, warte. Bevor jemand die Truhe jetzt hier vor mir findet. Tut mir leid. Frage ich dir. Miezekätzchen? Ich glaube, das geht jetzt hier los. Los, schnell. Meine Güte, so ein Stress. Okay, wir nehmen mal die Schatzkarte mit, obwohl das ist eigentlich nicht so viel für uns, ja. Sieht aus, als hättet ihr hier gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dass euer Problem mit dem Wurmkult aus der Welt geschafft sind. Zumindest fürs Erste. Das ist eine Erleichterung. Jetzt werde ich Harnald mal ordentlich die Meinung sagen. Genau, mach das. Dieser böse Harnald. So schön, haben wir das ja auch erledigt. Und dann werden wir uns jetzt wieder nach Davons Wach begeben. Ach ja, zu dieser Zeit war, na gut, da war jetzt nicht alles gut, wo wir hier gewesen sind. Da gab es ja andere Probleme, aber ja, da sind noch relativ viele am Leben gewesen. Ich kann euch nämlich auch jetzt gar nicht sagen, bei den DLCs, ob man da
Nee, ich glaub, da sieht man jetzt niemanden mehr, der mit in Kalthafen gewesen ist. Außer Vanus Galerion und Gabriele Benele, die sind ja, ne, bei König Dynar mit dabei gewesen, wo er dann von uns gegangen ist. Aber jetzt zum Beispiel Skordo, Fürstin Laurent, dann der Stippons, Tarien. Wen gab's denn da sonst noch, der mit dabei gewesen ist, der mir jetzt nicht einfällt? Na gut, diese Fahranier, die haben wir ja dort kennengelernt. Sur bzw. Gardes ja auch. Malkor Varlos auch. Dann diese rotverdunische Kriegerin oder dieser rotverdunische Krieger, ich weiß es gar nicht mal, Hanin oder irgendwie, wie die Person hieß, die ist ja sowieso ums Leben gekommen. Die wurde ja, ich glaube, wo wir das Portal oder wo wir im Labyrinth gewesen sind, der hat mir dann die Mitteilung, ich glaube, von Vanus Galerion ja bekommen. Aber ansonsten hatten wir eigentlich jetzt nicht mehr irgendwie jemanden, der uns bei den DLCs noch. Nee, also zumindest fällt mir jetzt keiner ein. Ich hätte jetzt aufs Gordo das Messer getippt, aber ich glaube, den sehen wir jetzt nicht mehr. Aber man hat ja noch, ne, relativ viel Platz auf der Thumbnail-Karte. Da kann es natürlich sein, dass der eine oder andere doch noch auftaucht und wir nicht die Bestätigung bekommen, dass derjenige noch am Leben ist und nicht, ja, ins Leben gekommen ist. Und so schließt sich also der Kreis. Ich führte die ursprünglichen 5 Gefährten auf einer Mission zur Bergung des Amuletts der Könige. Damals redete ich mir ein, es wäre zum Wohle von ganz Tamriel. Ich hatte Unrecht. Und nun leidet die ganze Welt wegen meiner Anmaßung. Ich glaube, Molagbal hätte den einen oder anderen Weg auch so gefunden, um Tamriel ins Unheil zu stürzen. Jetzt haben wir aber eine Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht. Aber ich frage mich, wird sich die Geschichte wiederholen oder wird sie neu geschrieben werden? Ehrlich gesagt habe ich Angst davor, das Amulett noch einmal einzusetzen. Seine Macht ist zwar groß, aber auch entsetzlich. Das Schicksal kann uns zermalmen, indem es unsere Wünsche zunichte macht. Oder aber, indem es sie erfüllt. Erzählt mir mehr über Sankretor. In der ersten Ära war es eine heilige Stadt, die von Königin Alessia selbst gegründet wurde. Seitdem ist sie zu einer Ruine verfallen. Vor seiner Gefangennahme versteckte Sai-Sahan das Amulett der Könige in den Katakomben unter der Stadt. Wo liegt Sankretor? In den Bergen von Kolovia, dem Land meiner Jugend. Aber ich kann mich kaum noch an diese Zeit erinnern. Dass ich den Schriftrollen der Alten ausgesetzt war, raubte mir viel von dem Mann, der ich einst war. Sprecht mit Sai-Sahan. Er kann euch eure Fragen sehr viel genauer beantworten als ich. Stimmt, man erblindet ja, wenn man in die Schriftrollen der Alten blickt. Die Zeit ist für uns gekommen, die Katakomben von Sankretor zu betreten. Unterschätzt nicht die Gefahren, die uns erwarten. In längst vergangenen Zeitaltern war Sankretor einmal ein Ort des Lichts. Doch ich fürchte, dass dem nicht mehr so ist. Wir müssen für alles gewappnet sein. Ich frage mich aber jetzt, was machen wir denn dort eigentlich? Sind wir dann dort, um Manimacro ein Ende zu setzen? Eigentlich? Habt ihr euch schon ganz von euren Wunden erholt? Ich habe viel durchgemacht, aber dieser Körper ist härter als die großen Eichen Walenwalds. Ich gehe ohne Hoffnung, aber auch ohne Furcht. Es bringt nichts, über eine Zukunft zu rätseln, die noch nicht geschrieben wurde. Ihr könnt hoffen, was ihr wollt, meine Freundin. Ich werde darüber nicht richten. Wie sieht euer Plan aus? Mein Fürst Varen wird ein Portal nach Sankretor öffnen. Das Amulett liegt in einem Gewölbe, das durch mächtige Magie geschützt wird. Ein Schutzzauber Stendars, des Gottes der Gerechtigkeit und der Gnade und des Gottes des wohlverdienten Glücks. Ich dachte, das könnte nicht schaden. Erzählt mir mehr über Sankretor. Es steht geschrieben, dass Alessia die göttliche Inspiration für ihre Sklavenrebellion in Sankretor erhielt und daher dort auch ihre heilige Stadt errichtete. Doch das war vor langer Zeit. Heute ist die Stadt nur noch eine Ruine. Sie ist zu einem finsteren Ort geworden, an dem man manchen Platz lieber ungestört lässt. Was für Plätze genau? Wir sollten die Krypta der Helden meiden. Ich habe dort genug zornige Tote gesehen, um 9 Leben damit zu füllen. Kasura und ich entkamen nur um Haaresbreite.
Wir werden durch den Innenhof hineingehen und sie so ganz meiden. Nun kommt, die Zeit wartet auf niemanden. Wie brechen wir die Schutzzauber? Die Katakomben bergen zwei Schreine, die den Göttlichen gewidmet sind. Wir müssen sie in Stendars Namen weihen. Sobald das erledigt ist, sollte der Ring von Stendars Gnade uns die Gewölbetüren öffnen. Alles klar, auf geht's. Das Portal ist offen. Nun geht. Nein. Kehrt ja. Mit dem Amulett der Könige zurück. Ach, das stimmt. Ach, stimmt. Ach, wir haben ja das gar nicht geborgen, sondern nur den Ring. Ach, jetzt macht so viel Sinn. Naja. Sankretor war während eines Großteils der ersten Ära eine heilige Stätte in Verbindung mit der heiligen Alessia und religiöses Zentrum. Es ist eine lange Tradition, dass die Kaiser von Syrodiil in den Gewölben und der Stadt beigesetzt werden. Jetzt macht es Sinn, warum wir dort sind. Wir müssen das Amulett der Königin finden. Ach ja, wenn man mal aufpassen würde, ne, würde man so einiges mitbekommen. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir uns durch die Katakomben von Sankretor durchwühlen und hoffentlich das Amulett der Könige bergen. Und ja, dann werden wir mal schauen, was denn noch alles auf uns zukommen wird. Und ich bin gespannt, weil ich denke, das wird wieder eine sehr unterhaltsame Geschichte werden mit den dreien hier. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.